Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Ich kann euch jetzt gerade nicht zeigen, wo wir sind, denn wir möchten natürlich nicht, dass solche Bauwerke in die falschen Hände geraten. Und wir hoffen jetzt, dass das Bauwerk offen steht und wir haben tatsächlich Glück. Und wir gehen natürlich rein. So, wir gehen erstmal rein und verschließen dann die Tür. So, und dann werden wir uns jetzt erstmal akklimatisieren hier. So, heute mal, kommt mal her. Kommt mal beide her. Ja, beide. Näher. Andere Seite. So, also herzlich willkommen zu dem neuen Video von Random Life. Und heute ist die Lisa. Und der Cliffhanger. Der Cliffhanger dabei. Also wir gucken uns heute einen Bunker aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges an. Draußen hat es ganz schön geregnet. Ist auch relativ kalt, oder? Ja. Ja. Aber hier drin ist es warm. Also wir werden uns heute den Bunker gemeinsam anschauen. Für mich ist es ein Revisit. Die Lisa war bis jetzt noch nicht hier. Deswegen schlage ich vor, wir trennen uns ein wenig, damit ihr eure TikTok-Videos machen könnt. Jawohl. Und ich zeige euch dann derweil den Bunker. Also viel Spaß in diesem Video. Also da sind wir hergekommen. Wir wollen natürlich nicht, dass die Nachbarn das mitbekommen, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn so ein Bunker offen steht, das sind wir wahrscheinlich nicht die Einzigen, die davon Wind bekommen haben, sondern viele Menschen sind gerade hier auf dem Weg dahin, weil das Bauwerk ist absolut einmalig, denn nicht nur die Struktur, die Backsteine, die wir hier sehen, sondern auch die Geschichte dahinter und vor allem der Zustand absolut einmalig. Wir befinden uns jetzt hier im Eingangsbereich. Es gab insgesamt 3 Eingangsbereiche und hier können wir noch eine alte Tür erkennen, die allerdings schon komplett vermodert ist. Ein altes Tuch und viele Menschen schauen nicht auf den Fußboden und betrachten solche Dinge wie hier diesen alten Hammer nicht. Aber ich habe mir zur Aufgabe gemacht, immer überall ganz genau hinzugucken und dann Dinge zu finden, die womöglich jemand vor mir noch nicht gesehen hat. Wie ihr seht, die Wände sind hier weiß gestrichen. Das hat den Hintergrund, dass man wenig Licht benötigt, um den Bunker zu erleuchten. Und hier sehen wir die Bunkertüren, nicht massiv. Die zum Beispiel, das ist nur eine aus Pappe. Und hier können wir die erste Schrift erkennen. Allerdings kann ich es leider nicht erkennen. Und schaut mal, der Bunker war früher verputzt und hat hier so einen Leitstreifen. Oft waren die auch mit fluoreszierender Farbe angestrichen. Hier Türe frei. Upsala, das war der falsche Knopf. Und hier steht Verwalter drauf. Verwalter. Könnt ihr vielleicht auch lesen, oder? Der ganze Boden ist mit einem Lehm, mit einer lehmartigen Masse ausgekleidet. Hier wird wahrscheinlich ein Wasserbehälter drauf gestanden haben. Und hier gibt es noch eine alte Tür mit dem Wort Ordner drauf. Auch hier seht ihr, das ist wirklich nur Presssparen. Die Türen sind schon komplett zermodert. Die Wände scheinen nicht. Wow, Leute, hier ist einfach ein Kamin aus der damaligen Zeit. Schaut euch das mal an. Sogar noch die Steine sind da drin, um die Hitze zu halten. Keine Ahnung, warum man den getreten hat, den armen Kerl. Die Kohle liegt hier noch. Das ist natürlich einmalig, dass hier der Kamin noch drin ist. Mal gucken, ob wir hier auch irgendwo noch die Abluftrohre finden. Das nicht, aber wir finden hier noch Beschlagteile. Der Sturz ist noch in der Tür. Auch hier wird wahrscheinlich vielleicht das Buch zum Eintragen, wer gekommen ist, wer gegangen ist. Dass man immer einen guten Überblick hat. Und schaut mal, ein riesengroßes Bauwerk. Abfall und Auswurf, Stecke ein, hoppala, rauchen und drängeln, lass sein. Also nochmal,
Abfall und Auswurf stecke ein, rauchen und rängeln lass sein. Boah, schau mal hier, Verbandsraum. 13. Da wird sich die Emily drüber freuen, aber die guckt ja meine Videos nicht. Die ist gerne mit drauf, aber die hat, glaube ich, noch nie eins meiner Videos geguckt. Hier abgesetzt, oben weiß. Und wie gesagt, wir haben hier die Wandfarbe weiß, damit man wenig Licht benötigte. Das ist natürlich insbesondere wichtig, wenn man hier einen Verbandsplatz hat, der dann auch häufig benutzt wurde als Operationsraum. Hier nochmal der Blick zurück. Und hier haben wir den ersten Schutzraum. Ich mache mal ein bisschen heller. Heute übrigens unterwegs mit der Olight Marauder 2. Keine Werbung an dieser Stelle. Ich benutze sie selber, habe sie auch selber bezahlt, diese jedenfalls. Zu den Aborten, also zu den Toiletten. Und hier war auch nochmal, stand was, das sehen wir aber nicht mehr. So, lasse Treppen und Gänge frei, andere wollen auch vorbei. Und hier gibt es einen Paragraph, zweimal. Also es gibt eine Luftschutzverordnung, 28 Seiten lang, und da wird ganz klar definiert, wer in den Bunker darf, wer nicht rein darf, wie man sich zu verhalten hat, welche Strafen es gibt, und die Strafen waren bis zum Tode. Also wenn man sich hier nicht so verhalten hat, wie das Regime es damals wollte, dann ging das halt bis zum Tode. Zu den Aborten, lasse Treppe und Gänge frei, andere wollen auch vorbei. Zu den Aborten, aber ich schlage vor, wir gehen hier lang, weil die anderen sind auf der anderen Seite. Und alles voller Lehm. Oh, hier hat einer Wheelies gemacht im Bunker. Schaut mal. Normalerweise waren ja immer Bänke an den Seiten. Das kann ich hier nicht erkennen, aber was ich erkenne, sind die alten Kabelleitungen, Kabelführungen. Aber die Kabel haben sie hier demontiert. Wunderschön, oder? Ich mache mal ein bisschen mehr Licht, weil das Bauwerk ist wirklich schön. Und schaut mal hier, der Bunker in diesem Bereich war für Mutter und Kind. So, und ich höre Lisa und Oliver. Hier vorne, das bedeutet, ihr seht also, man hat hier die Möglichkeit, das Bauwerk quasi ringmäßig zu erkundigen. Und das scheint hier auch wieder ein Sanitätsraum, ein Verbandsraum zu sein, ähnlich wie wir den gerade gesehen haben, weil die Bunker waren immer nach demselben Muster aufgebaut und Lüftung etc. war redundant. Hier zum Beispiel war höchstwahrscheinlich ein Waschbecken, das ist der Wasseranschluss und da ist der Ausguss. Und da sehen wir tatsächlich auch noch die Vorkehrung, direkt an die Wand montiert. Entbindungsraum, Leute. Hier wurden tatsächlich während der Luftangriffe Kinder entbunden. Das ist natürlich, das ist Geschichte, Leute. Das ist einfach unvorstellbar. Ne, das war der Vorraum und hier waren dann die Mütter drin, die entbunden haben. Leute, stellt euch das einfach mal vor. Ja, eure Frau ist hochschwanger, 9. Monat. Draußen herrscht der Krieg. Ihr wisst gar nicht, wie es weitergehen soll. Wahrscheinlich ist ein Geocache hinter, oder? Oder? Warum das da drin ist. Und eure Frau, ihr seid vielleicht sogar an der Front, muss dann hier in so einem Bunker Schutz finden und aufgrund des Stresses entbindet sie dann hier in so einem Bunker. In diesem Raum. Vielleicht mit mehreren Frauen gleichzeitig. Unvorstellbar, oder? Also wirklich.
So, lasse Treppen und Gänge frei. Andere wollen auch vorbei. So, das ist eine Gasschleuse, wo wir uns gerade befinden. Ich merke es auch an der Temperatur. Hier ist ein weiterer Zugang zu dem Bunker. Ich habe jetzt nicht geschaut, ob der offen ist. Hier scheint es jemanden gegeben zu haben, der da drauf geschossen hat. Das Wasserrohr. Gasdrucktür. Und jetzt sind wir wieder in dem Bauwerk drin. Links finden wir die Entbindungsstation, den Verbandsraum. Und jetzt zu den Aborten. Da vorne kommt der Olli, die befragen. Okay, da vorne ist ein Symbol, welches ich euch nicht zeigen möchte. Ich möchte euch aber dieses Bassin zeigen. So, warte ganz kurz. Ich drehe mal. So, meine Freunde, und was sagt ihr? Ja, schön. Warte kurz. Lisa, komm mal her. Und. So, und meine Freunde, was sagt ihr? Schönes Gebäude. Gebäude? Ja. Du warst schon lange nicht mehr unterwegs, ne? Ich war schon drin, das ist immer noch so schön wie vorher. Ja, also Lisa, müsst ihr wissen, wir waren früher jedes Wochenende 2 bis 3 Mal unterwegs und mittlerweile kommt sie A nicht hinterher, ne? Ja. Und sie hat irgendwie auch verlernt, vor der Kamera zu sprechen. Ja, ich bin schüchtern. Du bist schüchtern geworden? Ja, macht ja gar nichts, ne? Also, wir gucken uns noch ein bisschen um, oder? Machen und wir. Dann sehen wir uns gleich wieder. Alles genau. Klar. Wieder zum Fotos schießen. Alles klar, ihr Süßen. Ne? Schön. Süß die beiden, oder? So, also da sind die beiden jetzt gerade lang gegangen. Hier vorne ist ein alter Tisch. Ich denke, der ist aber aus der Nachkriegsnutzung. So. Das Verlassen des Luftschutzbunkers vor Entwarnung ist verboten. Hier finden wir einen Wasseranschluss. Das Rohr, das wir gerade gesehen haben, geht durch den ganzen Bunker. Die Leute mussten natürlich auch trinken. Das werden wahrscheinlich hier so Auffangbehälter für Wasser gewesen sein. Ich hätte am Anfang gedacht, die sind nicht aus der Zeit, aber dadurch, dass sie hier drunter stehen, werden die wahrscheinlich aus der Zeit sein. Und der wird höchstwahrscheinlich mal hier gestanden haben. So, hier haben wir auch wieder eine Schrift und das müsste der dritte Ausgang sein. Auch hier sehen wir überall die Kabelschellen, da waren natürlich mal Kabel dran. Das sieht mir fast aus wie der Entbindungsraum, aber er ist nicht weiß und hier haben wir noch eine alte Garderobe, Leute. Bedeutet, das wird ein anderer Raum gewesen sein. Das wird nicht für die Entbindung, sondern wahrscheinlich eher für den Bunkerwart oder so gewesen sein. Schaut mal, hier waren irgendwelche Tafeln dran. Selbst die Schlagschnurabdrücke sind noch vorhanden. Und die Lampe! Absolut im perfekten Zustand, Leute. Schaut euch das an. Abwasser? Oder nee, Zuwasser. Und hier werden wahrscheinlich irgendwelche Tafeln dran gewesen sein. Selbst an der Decke waren welche dran. Isolatoren war also auch beleuchtet. Zu den Aborten. Und das ist ja wohl wunderschön, ne? So, das Verhalten des Luftschutzbunkers verlassen ist vor Entwarnung verboten. Hatten wir gerade schon die Schrift. Manchmal muss man doppelt schauen. So, Gasschleuse. Hier haben wir auch wieder diesen Signalstreifen. Hier ist es dunkel gewesen anscheinend, warum auch immer. Der Blick zurück. Hier war ein Wasseranschluss, da konnte man sich waschen, falls man vielleicht auch gebrannt hat, Verbrennung zugezogen hat, weil man wurde ja nicht sofort in das Bauwerk gelassen, weil es ja unter Überdruck stand, damit die giftigen Dämpfe und Gase nicht eindringen und die Leute hier drin erstickt sind. So, genau, das ist der Zugang von der Straßenseite. Der ist heute verschlossen, zum Glück. Das wird wahrscheinlich die Kappe gewesen sein vom Zylinder. Die liegt hier drin. Genau. Also Standorte, egal wie oft ihr mich anschreibt, die werden natürlich nicht verraten.
weil solche Bauwerke, Leute, hier ist nicht ein Graffiti dran, außer zwei Symbole, die heute nicht mehr aktuell sind. Und hier Schleuse. Ansonsten, das ist hier vom Vermessen höchstwahrscheinlich, aber sonst ist der Bunker wirklich einwandfrei. Hier gibt es keine Graffitis, hier gibt es keine Schmierereien. Menschen haben hier auch sich wirklich benommen, als man hier reingegangen ist. Also schon klasse. So, für den Abwasser. Und wie ihr seht, sieht ähnlich aus wie der Gang gerade, ist aber ein Parallelstollen. Und hier ist noch ein altes Tuch. Selbst die alten Tücher, Leute, die sind ja von der damaligen Zeit. Es lohnt sich also auch da immer mal hinzugucken, wenn man sich für die Geschichte interessiert. Und wie ihr wisst, ich interessiere mich für die Geschichte. Die Ideologie dahinter, die interessiert mich nicht. Die gehört natürlich dazu. Aber was mich interessiert und das, was ich euch hier auf meinem Kanal zeige, ist die Geschichte dahinter. Leute, eine Zeitung aus der damaligen Zeit. Nationalzeitung, weitere Sowjetangriffe, der Ostfront Abwehrerfolg im Westen. Ein Balkenkreuz. Ich muss das dunkler machen. Auch hier, das hatten wir schon. Ansturm. Schade, das ist unserer Mannschaft, dem feindlichen, vorübergehendes, erfolgreiche 1923er Jahrgang. 1945, Leute. Mittwoch, der 14. Februar 1945. Bedeutet, es ist kurz vor Kriegsende. Und ich hatte euch gerade gesagt, es macht immer Sinn zu schauen. Hier wurde die Zeitung zum Abdichten genommen. Wir lassen die jetzt da. Wir möchten nicht, dass dieses Zeugnis der Geschichte noch weiter verfällt. Aber hier seht ihr ganz klar, 1945, kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges, wurden die Bombenangriffe auf die deutschen Städte natürlich intensiviert. Und dann mussten die Menschen teilweise tagelang, weil sie ja kein Zuhause mehr hatten, mussten sie unter Tage verbringen in diesem Bunker. Und wir haben Bunker gesehen, wo man hier diese Striche gemacht hat. Und wenn es 5 waren, hat man die durchgestrichen oder 4. Damit der 5. dann der Strich durch der 5. war. Steckdose, eine alte. Heute wird man wahrscheinlich sein Handy daran laden. In der damaligen Zeit hat man einfach nur gehofft, dass man überlebt. Also, wenn das Bauwerk nicht so wunderschön ist, dann könnte man sogar vergessen, welche schrecklichen Momente, welche Ängste die Menschen damals hier erleiden mussten. Ein altes Waschbecken. Und tatsächlich haben wir die Toiletten noch nicht gesehen, Leute. Wir haben Bauwerke gesehen, die ähnlich groß waren, wo alles voller Toiletten war. Aber hier kommen wir jetzt zu den Toiletten. Die Tür. Und wir sehen absoluter Traumzustand. Und hier die Entlüftung. Die alte Lampe. Da. Alter Bock. Hier werden die Latrinen, die Toiletten für die Männer gewesen sein. Oder vielleicht auch das Handwaschbecken. Könnte beides gewesen sein. Und hier sind die Toiletten zum Großmachen. Und das geht dann ab in die Kanalisation. Handschuh. Noch ein Handschuh. Wunderschön, oder? Keramik. Überdruckbehälter.
Hier ist sogar noch zum Abdrücken, Leute. Ah, falls das war. Ah, damit das Wasser da reguliert werden konnte. Hier hätte man den Sturz eingesetzt. Und da oben sehen wir auch noch zwei Sachen. Die habe ich gerade beim Gehen nicht gesehen. Schaut mal hier. Das sind Wasseranschlüsse. Die kommen aus der Decke. Holz. Und überall dieser Lehmboden. Ah, okay, hier haben wir ein paar Graffitis zu den Aborten wieder. Auch hier so ein Bock, der ist sicherlich Nachkriegszeit. Auch hier, das sind Handwaschbecken. Dadurch, dass wir höchstwahrscheinlich einmal die Trennung nach Damen und Herren haben, ist die Toilette der Herren, wie ihr unschwer erkennen könnt. Und die Toiletten, Leute, sind sogar noch da. Das ist ja wohl der Hammer, oder? Das ist ja wohl da. Und das ist, glaube ich, der Grund. Hier ist Erdreich eingesickert. Seht ihr? Und dadurch ist der ganze Lehm reingekommen. Abfluss. Könnte eine Bremsscheibe sein. Wieder hier der Abdrücker, Abzieher, Steine, Lehmboden, eine Stange und hier haben wir, also hier könnte eventuell mal ein weiterer Eingang, ein Zugang gewesen sein. Auch der ist hier abgetrennt worden, damit der Lehm nicht eindringt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Grundwasser irgendwann mal höher stand. Und dadurch das ganze Erdreich, dieser ganze Lehm hier eingedrungen ist. Balken. Einsatz für den Abfluss. Und. Na? Super, ne? Ja, Lisa gefällt es auch. Also kann man, glaube ich, nur gut finden, ne? Also schaut mal, hier sind so. Ist so ein Draht dran, der ist gebogen wie so ein Haken, wie so ein Kleiderhaken. Und vielleicht hat man hier seine Habseligkeiten aufgehangen. Upala. Das bedeutet, hier hat man gesessen im Zweifel. Man hat sich vielleicht auch seine Sitzgelegenheiten selber mitgebracht und hat dann hier an den Haken seine Habseligkeiten aufgehangen. Bedeutet, stellt euch vor, das ist das Einzige, was ihr für Wochen, für Monate vielleicht gesehen habt. Vielleicht war es eure Familie, vielleicht aber auch völlig Fremde. Und das Einzige, was ihr machen konntet, ist ausharren. Und wenn euer Haus, eure Bleibe oben abgefackelt ist, dann habt ihr hier Tage, vielleicht sogar Wochen verbracht, bis der Krieg zu Ende war. Und man wusste ja nicht, wann der Krieg zu Ende war. Also das möchte man sich nicht vorstellen. Und dann ist man vielleicht sogar noch krank gewesen. Oder verletzt. Die Schreie hier in dem Bunker, die Kinder, die gerade entbunden wurden. Also unvorstellbar, was damals hier in diesem Bauwerk los gewesen ist. So, wir gehen weiter. Nochmal der Blick zurück. Und auch hier wieder eine wunderschöne Gestaltung der Schriften. Hier waren wir gerade schon. Das bedeutet, wir sind jetzt einmal durch. Und auch hier der Zahn, der zeigt, nagt an dem Bauwerk. Hier oben sehen wir noch ein paar Isolatoren. Das bedeutet, hier ist die Verkabelung für das Licht lang gegangen. Und da sind wir gerade hergekommen. Also ich glaube, es ist Zeit für ein kleines Resümee. Ich werde jetzt meine Crew einmal zusammenrufen. Und dann schauen wir mal, dass wir heute noch ein bisschen was machen. So, meine Lieben, wie hat es euch gefallen? Wie immer gut. Ja? Richtig gut. Richtig gut? Was hat dir am meisten gefallen? Die Aufschriften, Inschriften. Zell? Ja. Oh, alles gut. Ja. Er hat eine super Taschenlampe. Ja, ne? Und die ja, wie immer, die Inschriften, Zeitung. Die alten Toiletten. Mhm. Habt ihr die Zeitung gesehen? Welche Zeitung? Mit dem Datum drauf von 1945. Wo? Habt ihr nicht gesehen? Nee. Habt ihr beide nicht gesehen? Wo? Dann geht mal vor. Führe uns hin. Ja, ich führe euch hin. Geht ihr vor?
rechts, links. Das ist eigentlich da. Wenn man jetzt kurz was kürzer. Links. Also ich bin jetzt auch das dritte Mal hier und ich habe es auch nur gesehen, weil ein bekannter TikToker. Oh, warte mal, dreh mal bitte in die Tür bitte. Ob da was draufsteht. Ich glaube, du brauchst beide Hunde, oder? Hier steht nichts drauf. Alles klar, vielen Dank. Und hier oben, das ist mir gar nicht aufgefallen. Hier oben ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Da haben wir die Lufteinlässe. Aber die restlichen Lüftungsrohre, die sind komplett weg. So, mal gucken, ob wir es direkt auf Anhieb finden. Ich meine noch eine weiter, oder? Was meint ihr, Leute? Ja, da liegen sie. Also ich habe leider mein Rode-Mikrofon nicht dabei, deswegen muss ich mir ein bisschen behelfen mit dem vorhandenen Mikrofon. Nicht dein Ernst. Doch. Leuchte mal ein bisschen weniger hell drauf. Noch ein bisschen weniger. Ja, noch ein bisschen. Ja, super. Da hast du gefunden. Crazy oder crazy? Das ist krass. Ja, ne? Das war wie in dem Ofenbunker. In welchem Ofenbunker? Ja, wo wir mit den... Ja, mit den ganzen alten Öfen drinne. Und in den Räumen, die voll waren mit Relikten, mit den alten Taschenlampen, ja, mit den ganz, ganz alten Katalytofen, die ganzen Zeitungen und Getränkekarten, Speisekarten, noch mit Reismark drauf. Da müssen wir noch mal hin. Datum von 41 bis 47 stand da drauf, 57 sogar. Das war, oder die alten Bierkästen, richtig alt, selbst zusammengeschustert. Also das war schon, da müssen wir auf jeden Fall noch mal hin. Ich würde auch gerne noch mal. Aber ihr macht auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen TikTok. Wie heißt ihr nochmal auf TikTok? Lisa.g. 54 oder noch? Nein, ganz 92. Alles klar. Lisa.g. 92. Und noch mal. Lisa.g. 92. Okay. Klissinger 2.0. Alles klar. Super. Also, von daher. Ich glaube, den Weg raus, nehmen wir euch da noch mehr mit oder machen wir das Video hier zu Ende? Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall haben wir heute noch 2 bis 3 Sachen vor. Drückt mal die Daumen, dass die Sachen auf sind. Und ich würde sagen, wenn wir hier fertig sind, dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Also dranbleiben. Mein Schatz, das ist echt verwandt. Was hat er gesagt? Mein Schatz hat es echt verlernt. Ja, ne? So, Olli, ja bitte. Hi. Komm mit, komm. Das Schöne ist ja, also wir sind ja, also ihr kennt ja bestimmt so TikToker und Instagrammer, die sind so ultimativ schön angezogen, perfekt gekleidet und drücken sich 100% aus. Das sind wir aber nicht. Wir sind absolut real und haben auch mal das ein oder andere Kilo zu viel oder sind mal dreckig oder die Haare sind nicht gemacht, völlig egal, oder die Ausleuchtung ist miserabel. Aber ich glaube, das macht's aus, oder? Genau. Also von daher, in diesem Sinne, wir sind raus und vielleicht geht das Video noch weiter und wir hängen noch ein Video dran. Wenn nicht, dann lasst mir gerne ein Abo da, macht die Glocke rot, ihr kennt das ganze Spiel. Und bis zum nächsten Mal. Ansonsten dranbleiben.